liebe Zuschauer, heute ist Freitag, der 9. März. Ein regnerischer Tag. Wir sehen gerade, da hinten kommt ein LKW gefahren, ein Tieflader. Was macht dieser Tieflader? Heute ist ein trauriger Tag für uns. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge werden wir an diesen Tag denken, denn heute wird unser Mähdrescher abgeholt. Wir haben den Fortschritt-Mähdrescher verkauft und ja, der Tag ist gekommen, an dem es heißt Abschied nehmen. Dominik ist heute leider nicht da, der ist mit dem Schlepper unterwegs, Silo laden. Und wir haben gestern den Mähdrescher, nachdem die Spedition angerufen hat und gemeint hat, sie können spontan kommen, den Mähdrescher abholen, haben wir schnell alles bereit gemacht. Mähdrescher steht schon hier vor der Halle bereit. Wir haben soweit alle Teile verstaut, haben noch schnell den Rapstisch an das Schneidwerk dran gebaut, der war demontiert. Und ja, hoffen jetzt, dass wir die Verladung relativ schnell über die Bühne bringen, dass das unkompliziert geht. Und ich muss jetzt mal hochlaufen. Ich dachte eigentlich, dass der LKW sich noch ein bisschen verspätet. Aber ja, wie wir gesehen haben, ist er eben gekommen. Und dann gehen wir mal hoch und klären ab, wie wir das am besten machen mit dem Laden. Ich denke, dass hier oben an der Straße laden, ist hier ja doch relativ matschig aktuell. Und ja, sonst muss der auch mit dem Mähdrescher auf dem Tieflader unter den Bäumen da lang. Das ist auch doof. Deshalb klären wir jetzt mal schnell ab, wo wir laden. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wir haben jetzt gerade gemessen und der LKW-Fahrer meint, dass die Maschine zu breit ist. Jetzt müssen wir doch die Räder abbauen. Ja, dann hole ich jetzt mal Radkreuz. Wieder zum Glück können wir mit dem LKW in die Halle fahren, dass wir dann im Trockenen die Räder abbauen können. Ansonsten wird das ein bisschen scheiße bei dem Wetter. Aufsteckrohr. Und ja, ich hoffe, dass wir dann Gas geben können. Rapsmesser müssen wir auch abbauen, die sind zu hoch, weil er hat einen Gliederzug mit Tieflader und die Ladefläche halt vom Wagen, vom Auto ist zu hoch. Nützt jetzt nichts, müssen wir halt einfach Gas geben, abbauen und dann schauen, dass wir das Teil möglichst schnell geladen kriegen. Der letzte Reifen ist demontiert. Wir haben uns in die Halle verzogen, weil es hier trocken ist. Hat es mittlerweile auch aufgehört zu regnen. Und ja, der Mähdrescher steht bereits auf dem Tieflader drauf, ist hochgebockt. Jetzt wird er noch verzurrt. Hier sind so Ösen an die Vorderachse gekommen zum Verzurren. Und ja, wenn die Maschine drauf ist, werden wir die kleinen Teile noch verstauen. Und dann kommt noch der Schneidwerkswagen vorne auf die Zugmaschine drauf. Ist hier ganz gut. Man hat keinen Wagenheber gebraucht, der Wagen kann mit Luft hoch und runter fahren. Und ja, hier vorne auf die Zugmaschine kommt der Schneidwerkswagen, die Reifen kommen hinten auf den Tieflader. Ja, also bisher hat die Aktion mal 1,5 Stunden gedauert, wir haben ein bisschen überlegt. Wir mussten vorne am Hydraulikzylinder noch eine Hydraulikleitung abschrauben, dass hier die Kürze drunter gepasst haben, aber jetzt wird es wahrscheinlich relativ schnell gehen. Ja, Dominik ist ja auch wieder da und nachdem der Mähdrescher jetzt auf dem LKW steht, kommt noch das Schneidwerk. Ja, machen wir einen MF ans Gewicht, dann können wir ein bisschen ab und zu geben mit der Rampe. Und ja, mit dem Weidemann kriegen wir nicht drauf, weil die Rampen ja zu weit auseinander sind für die Spurweite.
Fahrzeug stehe, oder? Ja, da ist das Teil, aber wenn er ganz ablässt, wird es gehen wahrscheinlich. Ja, ich muss da auch mal weiter runter. Ja. Muss er insgesamt weiter rüber auch, oder steht man, ja, steht man ich über? Oder? Ich will so weit rüber, weil sonst stehen die Messer sich noch aus. Ja, müssen wir ein bisschen weiter rüber. Bete Messer. Ablosse, ablosse, ablosse. Komm mal langsam zurück. Haben wir die erste Gang, Asche? Ja, ja, geht. Gerade so. Jetzt kannst du ein bisschen hochheben. Aber 15 cm war das. Bitte? Weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, geht. Ja, er kommt jetzt hier hoch. Komm mal langsam. Ja. Ah, die Vorderachsfederung aus. Ah, stopp, stopp, stopp. Kann ich noch ein bisschen hoch? Ja, er hält. Die Hebel hoch, dann schieben wir den noch zurück. Wieder die Rampe da. Wo gerade der Weidemann? Wird so bleiben. Ja, so kann ich doch jetzt verschieben. Wo geht er jetzt zu verschieben? So weit aber nicht fahren. Ja, geh mal weg, da kann ich näher fahren. Genau, Kevin, sehr gut. Wo geht er wieso schnell, ey? Er kommt noch näher. Ein Fels in der Brandung. So, wir sind am Ende angelangt. Schneidwerk ist verladen, Mähdrescher ist verladen, alles festgezurrt. Jetzt werden gerade noch Warntafeln angebracht, beziehungsweise mit Kabelbindern die letzten Sachen fixiert. Und dann wird sich der Mähdrescher auch auf die Reise begeben. Ja, hat uns jetzt immerhin gute 30 Jahre gedient und wird seinem neuen Besitzer hoffentlich auch noch ein paar Jahre dienen. Aber eigentlich sollte der ganzen Sache nichts im Wege stehen.
Ah, kannst du höher pumpen, oder? Ja, jetzt ist die Bodenfreiheit hier noch ein bisschen knapp. Ja, das war's dann von der Abholung des Fortschrittmähdreschers. Irgendwie ist schon komisch jetzt, ja, wo er all die Jahre hier in der Halle stand und man irgendwie auch damit aufgewachsen ist. Das geht Dominik, denke ich, genauso wie mir. Und wir hoffen wie immer, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.